Ja, das ist Säuberlich, ne? Weißt du, wir genau. schauen uns das jetzt mal an. Erklärt kann ich nicht viel, weil man mich nicht versteht. Und zwar nehmen wir hier diese Stelle Auf 80. Jakob Lorber, 12 Stunden Rückkehr des verlorenen Sohns. Und ich gebe euch jetzt wieder einen Beweis mit den Offenbarungen, dass ich der bin, der ich bin. Ja. Auch wenn man mich jetzt nicht versteht. Ich habe jetzt hier. 141, 12. Stunde, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 32. Vor. Verlorenen Sohn von seinem Aufgange bis zu seinem Nie So, ich lasse jetzt den mal mitlaufen. Man hört mir das immer an. Und ich muss wieder erwähnen, jetzt denken wir uns mal welche ein, die dieses Video auf YouTube veröffentlichen. Wenn das einer macht mit dem Hintergrund diese Schriftfarbe, der hat einen Schuss in der Optik. Kann man sich jetzt aufregen oder nicht aufregen, aber wir schauen uns das jetzt einmal im Original an. Das ist nämlich genau dieser Text. Okay? Und jetzt zeige ich euch, dass derjenige, der das geschrieben hat und derjenige, der dir das erklärt in den Offenbarungen, absolut ein und derselbe Geist ist. Und dass ich dir das mit moderner Physik erkläre, was da in einfachen Worten geschrieben ist. Okay? Niedergange begleitet und beleuchtet haben und haben auch die Zeit berechnet und die Stunde nahe bestimmt, die da zeugen solle von seinem Untergange, so wollen wir in dieser 12. Stunde sehen, wo und wie dieser verlorene Sohn wieder zurückkehren wird, durch und durch gedemütiget in das große Vaterhaus. Um aber dieses vollends zu verstehen, ist es nicht nur hinreichend, dass wir das Weltstäublein Erde genannt ein wenig durchschaut haben, sondern da ich zu diesem Zwecke in der euch bewussten Kamera Obscura des Geistes eine schon erwähnte kleine Vorrichtung hinzugegeben habe. So. Da geht es jetzt schon los, auf die bin ich ja übernatürlich eingegangen. Das muss man verstanden haben, wie ich das mit Holofilien erkläre. Das ist übrigens hier doppelt aufgespanntes Eck. Ja. Das ist unsere, da gibt es ja übernatürlich Bilder dazu, die man ganz, ganz kurz. Das ist das Spiel. Das ist ein doppelt aufgespanntes Eck. Das kann man dann vervielfältigen. Dieses große Prinzip der Kamera Obscura. Dass sich alles letztendlich hier befindet. Das hier und das hier. Muss man verstanden haben, dass Kamera eigentlich ein Gewölbe ist. Das ist das Gesichtsfeld in einer Farbbildung. Und obskur ist größer als die Finsternis, ist alles in eins verbunden. Ich hoffe, man versteht mich. Ja. Also, das greift jetzt seine Vorrichtung hinzu. Und jetzt erkläre ich das hier. Wohlgemerkt, das ist eine Rohrbeordnung. Ich habe den Rohrbe benutzt als einen Kugelschreiber, der das niederschreibt. Es geht immer, wer diktiert das? Ich kann auch sagen, der Udo Petzl ist im Prinzip auch nichts anderes. Ja. Noch einmal, in dieser neu vorgerichteten Kammer einen etwas weiter gedehnteren Blick zu tun. Ich sage euch aber zum Voraus, macht euch gefasst, denn dieser Anblick wird euch etwas vor eure Augen führen,
das noch bis auf diese Zeit in keines Menschen Sinn gekommen ist. Vermöge dieser neuen Vorrichtung für die Tafel zur Aufnahme eines so großen Bildes auch wohl natürlicherweise selbst etwas vergrößert werden müssen. Und statt der früheren waagrechten Lage eine senkrechte annehmen. So, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Wir müssen das dann genau mit der Tafel auseinandersetzen. Das ist nämlich dieses Wort alleine, wie ich sage, wenn du mindestens ein 400 Seitenbuch daraus machen kannst. Wir haben bei der Tafel noch mal zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, Moment, muss mal da sein, lass mal den Doppels haben. Die klassische Tafel im Hebräischen schreibt sich Luch. Da kommt das erste große Problem. Das ist jetzt hier eine Platte, man achte immer auf das Speller. Ja. Das Wunder von NKE, das Wunder von zwei Spiegel. Hey, muss ich nicht machen. Okay? Mhm. Eine Tabelle, eine Tafel. Mhm. Wenn wir das Waff rausschmeißen, wie mit die Lebenslüsse. Ja. Und da ist jetzt schon mal ein erster elementarer Übersetzungsfehler drin in der Tafel, da muss ich ganz kurz einmal den danach aufmachen. Es gibt nämlich, wenn man das Luch das ist die Gesetzestafel. Mehrzahl. Die 7 Millionen Dollar siehst du bitte, Holger? Ja. Und Jahwe sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei da selbst. Und ich werde dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Sehr interessant, wenn man das jetzt genauer uns anschaut. Diese Tafeln in der Mehrzahl. Heißt eigentlich gar nicht grammatikalisch Tafeln. Ich kann es auch übersetzen, zu Furcht und Schrecken. Mhm, ja. Wird hier unten auch richtig angegeben. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt das Daf hinten eine Mehrzahl daraus mache, wieso auch immer, heißt es Lebensfrische. Ja. Und zwar die Frische, die Lebensfrische in der Ebene. Im Stein. Ah, geil. Was seid ihr dabei? Ja. Da finde ich jetzt sehr, sehr viel dazu erzählen. Aha. Mir geht es jetzt nur mal, dass man das weiß, dass hier immer bei den Gesetzestafeln immer, so, weiterlesen. Wohl, von Brettern sollst du ihn machen. Sag mal, hab ich. Ja. So wie dir auf dem Berge. Ausgehöhlt, Hohlkopf. Hohlsein. Die Lage ist NBB. Okay? Yes. Und das ist jetzt in Flecken versetzt werden. Und jetzt haben wir unsere Esse. Du sollst das machen. Mhm. Sehr schön, ja. So wie das auf dem Haar, auf dem Berge. Mhm. Bis dir gezeigt wurde. Siehst du? Ja, klar. Mhm. Ja. Im Berg. Im Berg. Im Berg. Super. Das ist eine wahrgenommene Berechnung. Aha. Ich mache wieder die Finger so.
Mhm. Wir wissen, dass das immer weg der Geist. Ja. Ist das Fundament, kennt die Grundlage. Ja. Allen machen es. Allen tun es. Allen vollbringen es. Super. Mhm. Jetzt kommt ein Vorhof, siehst du das? Ja. Mhm. Und so weiter, aber da wollte ich jetzt gar nicht so weit reingehen. Worum es mir geht, ist, dass wir zuerst einmal die Tafeln wissen. Wir haben aber noch eine andere Möglichkeit. Wir können ja die unsere Radix für Tafeln nehmen. Was ist das, sag ich? Konsonante Radix der Tafel. Tafel, TPL. Tafel. Ach so, TPL, ja, gut. Wenn man hier hinten dran hängt, dann wird es das Gebet. Aha. Ja. Beten bringt nichts, dann hast du auch die Tefel drin. Also die Tefel da von den Juden. Ja. Ah, ja. Ja. Das ist eine Albernheit, etwas Nichtigkeit, vollkommen sinnlos. Du hast es nicht nötig zu beten, wenn du weißt, wer du bist. Ja. Verstanden? Ja. Ja. Verstanden. Wir haben jetzt hier eine neue Vorrichtung für die Tafel zur Aufnahme eines großen Bildes, auch wohl möglicherweise selbst etwas vergrößert, die waagrechte zur senkrechten. Yep. Ja. Das ist meine erste Drehung. Vergangenheit, Zukunft, drehen wir in die Transversale senkrechte. Ja. Mhm. Okay, ab hier machen wir es weiter. Und seht. Unsere Vorrichtung ist getroffen. So richtet denn eure Blicke hin auf die weit gedehnte Tafel. Und zugleich werdet ihr das große Bild auf derselben erblicken. Denn nur auf diese einzig und alleinige Art ist es möglich, die endlos ausgedehnte Schöpfung unter einem Bilde euch vor die Augen zu stellen. So, das heißt, wir drehen das in die Senkrechte, wir machen die Vergangenheit und die Zukunft weg. Ja. Und jetzt schaust du nach oben in den Himmel. Mhm. In die Senkrechte. Und dann sind plötzlich alle Bilder in einem alleinzigen Bild. Das ist unsere Spiegelstunde. Mhm. Ich drehe das ja noch in die Z-Achse, dass du es vor dir hast, aber du musst halt jetzt nach oben schauen. Ja, okay. Okay? Ja. Weiter. Und seht nur genau hin auf die Tafel. Und sobald ich das Wort Epheta ausspreche. Das ist Aramäisch, das heißt öffne dich. Ja. Mhm. Würde ich nur sagen, das ist Aramäisch, eigentlich heißt das Afada. Mhm. Öffne dich. Mhm. Ich werde. Da werdet ihr das großartige Bild auf der Tafel erschauen. Und nun denn, da eure Blicke dahin gerichtet sind, sage ich, Epheta. Nun, was saget ihr zu dem Bilde? Nicht wahr? Ihr erblicket auf dieser Tafel nichts mehr und nichts weniger als die deutliche Figur eines Menschen, dessen Lenden nur kaum von einigen Lumpen bedeckt sind und dessen Haare zottigen Aussehens ihm bis über den halben Leib vom Kopfe herabhängen. Nicht wahr? Ihr werdet euch wohl denken, an diesem Bilde ist gerade nichts Besonderes zu sehen, außer dass es auf dieser Tafel in einer sehr kolossalen Form dargestellt ist. Übrigens aber hätte ein solches Bild auch ein jeder nur einigermaßen bewanderte Figurenzeichner mit einer weißlichten Farbe auf eine schwarze Tafel entwerfen können. Und ich kann euch nichts anderes dazu sagen,
als dass euer Schluss vor der Hand seine Richtigkeit hat. Und so ihr noch etwas tiefer denken wollet, so möchtet ihr auch wohl bald in dieser weißlichen Figur die Gestalt des verlorenen Sohnes erblicken. Das ist übrigens ganz nebenbei. Ich muss mein Stückchen zunehmen. Ich mach das auch. Was haben wir für Strecke los? Hört ihr mich? Ich höre es auch, ja. Aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Na, also pass auf, die schwarze Tafel, das ist Krishna, das Zentrum in der Kamera Obscura. Das Obscure, das wir uns jetzt denken nach außen, ist eigentlich in dir. Und was jetzt hier wichtig ist, dass diese weißliche Farbe, die weißliche Farbe kommt dann diese weißliche Figur, das ist Arjuna. Ja. Ich verknüpfe nur das mit der Sanskrit-Geschichte der Bhagavad Gita. Okay? Mhm. Du musst immer tiefer denken. Du musst nach unten gehen, in dich hineingehen, in dein Wissen hineingehen, um das zu verstehen. Das ist eine ganz grobe Sache und dieser Arjuna, der in dem weißlichen Licht lebt, das ist der verlorene Sohn. Ja. Und du weißt ja, die Bhagavad Gita, wie die beginnt auf dem Pferd. Wo es ist im Prinzip dasselbe. Wenn ich als Jesus sage, solange du deinem Vater ausgedachterweise deine Mutter, deine Kinder, deine Geschwister mehr liebst als mich, bist du meiner nicht wert. Als Krishna sage ich zu Arjuna, die erste Befehl, schlacht hast du mal alle Menschen, alle Verwandten, alle, die dir lieb sind, schlacht die tot. Du wirst niemals die höheren Ebenen betreten, solange du glaubst, du gehörst zu diesem Volk. Ein symbolischer Akt natürlich. Und bitte an die zweite Zeile denken, diese extreme Akt der Lieblosigkeit erfordert auch das genaue Gegenteil, dass du für jeden dieser Menschen bereit bist zu starten. Sehr gut. Super. Ja. Du musst immer das ins Gleichgewicht bringen. Jede Aussage ist immer einseitig, es ist immer nur eine Facette von, in dem Moment, wo du in ein Buch reinschaust und dir bei einer Seite, bei einer Zeile ein Wort rauszuckst und von diesem einen Wort eine einzige Auslegung machst, enthaltest du die ganze Geschichte. Ja. Kannst du den Komplex des Buches gar nicht verstanden haben, geschweige denn den Komplex eines einzigen Wortes, wenn du bloß eine einzige Symbolik eines Wortes zum Denken benutzt? Ja. Aber seht, meine lieben Kinder, die Tafel ist ein wenig zu weit weggestellt für eure Augen. Daher gehen wir vollends an die Tafel hin. Denn die ganze Gestalt habt ihr jetzt schon gesehen. Daher wollen wir die Farbe, mittelst welcher diese Figur an diese Tafel aufgetragen ist, ein wenig näher untersuchend beschauen. Es wäre jetzt nötig, dass ich jedes dieser Worte zumindest eine halbe Stunde erkläre. Kann ich aber auch, brauche ich nicht. Kann man selber machen auch. Nun, jetzt sind wir an der Tafel. Seht, diese klafterbreite, schimmernde Fläche. Interessant. Dann haben wir das nochmal Keuer, dann haben wir den After, dann haben wir im Spiegel. Und wenn du lobst, das Meer ist, ist dieses NTE, das Auf- und Abschwingende Fläche. Ja. Jedes dieser Worte wird selbst erklärt. Ja. Das ist übrigens der Dachtraum. Das habe ich doch gar nicht erwähnt. Ich habe bloß das Affe. Dann haben wir ja hier Tafel. Mit einem Leben dran hat es Gebet, aber auch Nichtigkeit. Das ist wichtig. Beten und Bitten heißt immer mit irgendwas nicht einverstanden sein. Und wenn ich jetzt das DA
Der Einzelne von der Dorfe wissen wir ja. Dann kommst du in diese Logik, in die Zelle, in den Wachraum, in eine Schattenwelt. Existierende Ise. Das heißt, du kommst eigentlich in deine Frau. Ja. Okay? Ja. Und die Dorfell, wenn wir dann dieses BL einzeln machen, da haben wir jetzt schon mal die große Sache, das persönliche limitierte Licht wird jetzt zu einem Wunder, aber auch eine Wunde, weil du das heißt, dich ja kaputt, du machst deinen kaputt, kaputt, den Kopf kaputt. Ja. 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 Und da haben wir jetzt diese vielen Unterformen. Aber jetzt was spannend, pass auf. Ist ein Teil des Fußes, dieser ganzen Figur. Seht nur recht nahe hin und saget mir, was ihr darauf entdecket. Seht nur recht genau, nicht wahr? Ihr entdecket nichts als lauter, nahe aneinander gereihte, kleine schimmernde Kügelchen. Ihr wisst. Das ist natürlich das Erste. Es ist aneinander gereiht. Du musst es entdecken. Und dann wirst du folgendes feststellen, das sind ja lauter geöffnete Ecken, ja, dass diese aneinandergereihten im Spiegel, geöffnet ist der Spiegel, ja, immer gleichzeitig, egal wo du dich in einem Spiegel so hin fokussierst, die anderen Lämpchen sind trotzdem da, wo sie nicht da sind. Du siehst immer nur die Lampe, die du auch fokussierst. Im Spiegelsonne. Oder alle gleichzeitig. Aber dann haben wir das Problem, sobald du auf eine Seite schaust, kannst du alle Worte auf diesem Monitor kannst du gleichzeitig ansehen, hast du aber keine spezielle Information. Ja. Ja. Und es sind Kügelchen. Und wir wissen, es sind Wellen. Kogel. Ja. Da muss ich eh noch mal drauf eingehen, hier mit den Lichtfrequenzen. Ein riesengroßer Fehler in der Physik. Aber jetzt weiter. Dass dieses Bild kein gemaltes, sondern nur ein Lichtbild ist, eines äußeren Gegenstandes. Was meinet ihr wohl? Und wichtig, was bei dem äußeren Gegenstand, das, was du beschwörst, weil du glaubst, das ist der Außen. Ja. Wenn du eine Verabredung hast und du schaust dir die Gegenstände von einer Verabredung an, die sind nicht da außen. Es sind mein Eide. Okay? Dass diese Kügelchen in der Wirklichkeit sind. Seht, ich will euch nicht lange herumraten lassen, aber wenn ihr meinet, dass diese Kügelchen etwa Abbilder sind, von entfernten Sonnen, Planeten, Monden und Kometen hört, da müsste ich euch wohl sagen, Kinderchen, urteilet nicht zu vorschnell, sonst möchtet ihr euch gar gewaltig irren. Jedoch bevor ich euch das Wesen dieser kleinwinzigen Kügelchen enthülle, bemüht ihr euch, auf einem linsengroßen Flecke diese Kügelchen zu zählen. So, jetzt müsst ihr ganz einfach unsere Tetraederspiegelstruktur vorstellen und dann wissen, dass es eigentlich nur die innerste Licht gibt, die innerste Kugel gibt. Und alles drumherum ist, was ausgedacht ist. Okay? Ja. Und wenn wir, ich muss ganz kurz mal ein Bild machen, ich hoffe, es ist dabei, wenn wir unsere Kamera obscura haben, was ja eigentlich ein Punkt ist, ist, sobald wir eine Kamera machen, eine Linse. Mal die Tiefenschärfe einstellen. Es ist eigentlich interessant, dass die Linse schon mal wieder zwei Sachen hat. Es ist ein optisches Phänomen, und es ist eine Frucht.
die so ähnlich aussehen. Okay? Ja. Das sind die drei hebräischen Wörter für Linse. Das erste, was wichtig ist, wir bringen alle mit Ed. Das hast du erst einmal, Zeuge bis Ewigkeit. Das ist die Ewigkeit, ist diese Linse. Die geistliche Quelle, die geschlossen ist, weil das genau genommen nur ein Bund ist. Gut. Okay? Ja. Und wir wissen jetzt, das sind natürlich jetzt die kompletten klassischen Übersetzungen, aber ich mache immer Kurzform, das heißt Ewigkeit, die Ewigkeit selber und der Zeuge ist in diesem Zentrum. Das ist auch der Thron und der Thronsitz. Es ist immer, im Meer. Wenn ich immer sage, du bist immer, heißt es, du bist in dieser Linse, in dem Punkt, im absoluten Zentrum. Okay? Ja. Und wenn du ich bist, dann bist du das Lamm. Ah, gut. Du bist das Lamm. Super gut, ja. Stark. Was? Das wäre so besser. Ja. Wir haben ein zweites Wort. Das ist der Zeuge bis Ewigkeit, ist derjenige, der alles aufbaut und hinstellt vor sich. Du sagst einmal, du sitzt in diesem Zentrum und du Zeuge bis Ewigkeit, bis CM, okay? Das kann man jetzt auch lesen, ihr Geschenk. Das Geschenk, genau. Aber Simmer hast auch hier einsetzen, hinsetzen, hinstellen. Du stellst alles vor dich hin, du legst alles an. Du gründest, du errichtest, du pflanzt, du verhängst, du legst alles, was um dich herum ist, machst du zurecht. Auf den hinteren Logos des Meeres, eine logisch indirekte Gestaltbildung. In sich selber. Aha. In sich selbst. Das passiert in dieser Linse, da kann man aufs Kuhle. Wow. Geil. Und das ist der Große. Das ist das Lamm. Sieh. Ja. Zeuge bis Ewigkeit ist das Lamm. Ja. Aber super gut. Ist das heißt gut, ne? Ja, voll gut. Wenn es anders wäre, wäre es verkehrt. Also, lese hier bitte. Shinhe, Logos Quintessenz, göttliches Lamm XP. Offenbarung 7,17, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und UP 86 Al-Him wird jede Träne von ihren Augen UP abwischen. Offenbarung 21,27, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Greuel und Lüge tut, sondern nur die Geistesfunken, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und du bist in das Buch geschrieben, wenn du mich jetzt sprechen wirst. Soweit man mich versteht. Ja. Hier mit den Tränen, die abgewischt werden, als Blödsinn. Oder warte ich noch drauf, dass ich mir meine eigenen Tränen abwische. Das ist der riesengroße Fleck. Da haben wir wieder das Wunder. Siehst du das? Ja. Lob gewesen, die Ewigkeit, Finis. Ja. Diese Küche zu zählen, es ist unmöglich. Ich muss jetzt kein Bild herholen von unseren Spiegelungen. Ja. Diese unendliche Ausdehnung von Dichtern um dich herum. Ja. Das sind die Küche, sind keine Sterne im klassischen Sinn, wie die Physik dir das erzählt. Nun. Seid ihr schon fertig? Ja, ich sehe schon, ihr werdet damit nicht leichtlich fertig. Denn es ist eine für euch kaum aussprechbare Zahl solcher Schimmerpünktchen auf dieser linsengroßen Fläche vorhanden. Ganz nebenbei die Pünktchen
der Punkt. Die Punkte wird normalerweise im klassischen Ibel Neck Udo ausgesprochen. Neck Udo. Neck Udo. Neck Udo sind die Bündchen. Klasse. Und möchten ihrer wohl mehr als eine Trillion sein. Und da ihr euch so ein wenig vertraut gemacht habt mit der Farbe, so sage ich euch, wovon ein solches Pünktchen eigentlich ein Abbild ist. Wie schon gesagt, nicht etwa von einer Sonne oder von einem anderartigen Weltkörper, sondern ein jedes solches Pünktchen. Oder wie es sich euren geistigen Augen darstellt als Kügelchen, ist nichts mehr und nichts weniger als das Abbild einer Hülsenklobe. Was es aber mit der Hülsenklobe für eine Bewandtnis hat, brauche ich euch nicht mehr zu erklären. Es ist erst an anderen Stellen reichlich erklärt, eine Globe, das kommt vom Globus. Globo. Und das ist immer, es sind eigentlich keine dreidimensionalen Körper, sondern Punkte. Das ist sehr wichtig. Das ist eine Zusammenballung in einem Punkt. Mhm. Aber interessant ist, dass der Punkt wiederum unser Klo. Das heißt ja definitiv seine Welle. Ja. Das ist das große Bild der Wellen, dass das irgendwann einmal dir klar ist. Ich schaue mal, ob das übersetzt drinsteht, glaube ich nicht. Aber wir wissen, es heißt seine Welle. Mhm. Wenn man das als zu viel sieht, Moment, wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. Nun treten wir wieder ein wenig zurück und schauen uns wieder die ganze Figur an. Seht, wie es ist, eine vollendete Menschengestalt. Und da ihr nun diese Figur hinreichend beschaut habt, so sage ich euch, diese Figur stellet aus und nach meiner ewigen Ordnung das Universum dar und ist in seiner Art von niemanden außer von mir in der Wirklichkeit. Also erschaulich. Auch hat dieses Bild, wie ihr es jetzt erschaut, noch nie ein erschaffener Geist gesehen. Geht alles so. Ja. Wir müssen das doch mal wissen, dass das ab heißt zum einen Vorder und heißt aufblühen. Ja. Bild heißt im Kind. Kind, ja. Dein Vater tut jetzt irgendwie als Gotteskind auf. Dann haben wir das Universum ist das in eins gekehrte und das Universum ist die allerheilste geöffnete Berechnung seiner Generation. Mhm. Das ist, weißt du, es ist immer dieselbe Geschichte. Ja. Und es kann außer von mir, von keinem Erschaffenen, von keinem Affen, der glaubt, dass er aufrecht gesehen wird. Ja. Mhm. Aber ich sehe schon wieder, was in euch steckt. Ihr möchtet wohl gerne eure Erde in diesem Menschen erblicken. Solches euch zu zeigen, kann wohl nicht sein, solange die ganze Figur auf der Tafel pranget. Aber wartet ein wenig, denn seht, ich bin ein sehr guter Optiker, daher will ich... Seht ihr das auf? Ja, okay. Obi ist auch Ubi. Ja. Das heißt, in der Mitte ist der Wachte. Ja. Das ist die Optik, ich mal obskurer. Ubi, dick, ihr. Ich
in unserer Kamera erst eine kleine optische Veränderung vornehmen. Nach welcher Veränderung von dieser ganzen Figur nichts als nur ein einziges leuchtendes Pünktchen zurückbleiben wird. Wir müssen nur die vier Spiegel so mal drum wegnehmen. Ja. Dann ist nur noch der Punkt in der Mitte drin. Ja. Ja. Mhm. Das ist aber das der Geheimnis. Mhm. Eine machen wir noch. Nun seht, die Figur ist verschwunden. Es ist bereits alles in der Ordnung. Treten wir jetzt nur wieder näher der Tafel und suchen unser Pünktchen auf. Nun, habt ihr es schon gefunden? Eines allein gibt freilich nicht viel Licht. Aber strenget eure Sehe nur an, ihr werdet es schon finden. Ihr müsstet nicht hinaufschauen auf die hohe, weit gedehnte Tafel, sondern da, ganz zu unterst. Nochmal zur Erinnerung, wir haben unsere erste Ebene in die Senkrechte gedreht und ich drehe sie dann immer noch in die Z-Achse, dass wir den Spiegel so vor uns haben. Nein, wir schauen in den Himmel hoch und müssen mal ganz nach unten gehen. Ja. Okay? Mhm. Da ihr früher den linken Fuß der ganzen Figur gesehen habt und da zwar am äußersten Ballen des kleinen Zehens. Dieses Kügelchen ist diejenige Hülsenklobe, innerhalb welcher sich auch eure Erde befindet. Damit wir aber zu unserer Erde gelangen können, werde ich denn schon auch wieder mit meinem Ephäter über das Schimmerpünktchen kommen müssen? Und so spreche ich denn Ephäter. Und seht, wie dieses Kügelchen auseinandergegangen ist und nimmt nun beinahe die ganze große, runde Gestalt der Tafel ein. Seht die. Sind wir einfach unseren Sternwerfer? Dass jeder dieser Punkte wie das Zentrum von einer neuen Struktur. Ne? Ja. Ja. Jeder ausgedachte Punkt, wenn du der ausgedachte Punkt bist, hast du eine eigene Peripherie. Wenn Menschen träumen, dann geht es seinen eigenen Raum. Du siehst nur deine Informationen, die du um dich herum ausdenkst. Und die Menschen, die um dich herum zu sein, seine, in den Köpfen was das drin sein, was du dir denkst. Da kann nichts anders drin sein, aber genau genommen ist in denen gar nichts drin, weil die alle in dir sind. Das wird alles in einem Punkt zusammen. Ja. Muss man oft genug hören, dann haben wir es verstanden. Die zahllosen leuchtenden Pünktchen nun wieder durcheinander schimmern. Suchet nun euch eure Erde heraus. Nicht wahr, ihr möget sie nicht finden. Aus der großen Unzahl dieser Schimmerpünktchen heraus. Ja, ich sage euch, ihr würdet euch auch vergebliche Mühe machen. Denn diese Pünktchen, die ihr da seht, sind schon wieder keine Sonnen, sondern sind ganze Sonnenweltengebiete. Daher werde ich nun wieder ein Pünktchen, und zwar das rechte, heraussuchen und alles Übrige auslöschen von der großen Tafel. Nun, da ist das erwählte Pünktchen. Und damit wir schneller zum Ziele gelangen, sage ich also gleich wieder, Ephäter. Nun, seht, unsere Tafel ist schon wieder voller neuer
leuchtender Pünktchen. Allein diese leuchtenden Pünktchen sind noch wieder keine Sonnen. Ja, bla, 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 bla. Das können wir jetzt alles, wenn ich gut reden könnte, mit meinem Kriegeltunnel Schritt für Schritt demonstrieren. Also, das ist dumm, war der Typ nicht. Gute, darf ich, also, mir fällt auf, ich, diese Lorbeerschriften zu lesen, macht eigentlich erst Sinn, wenn man Holofeeling hat. Ja. Dann kann man es verstehen. Ja. Ne? Heute fällt dir ins Wort. Ich sage, jedes Buch, das du siehst, jedes Buch und jeden Film, den du dir anschaust, ohne die Grundlagen von Holofeeling verinnerlicht zu haben, ist verlorene Zeit. Ja. Weil du das, was dir mitgeteilt wird, nicht mitbekommst, du kriegst nur das mit, was du aus den Worten einseitig auslegst. Ja. Das gilt auch für den Entscheidungsbericht. Mhm. Ja, genau. Es nützt dir nicht, wenn du aus dem Guten einen Bösen machst oder einen Guten machst. Mhm. Ja. Ja. Das ist ja welcher Berg oder Tal? Eine vollkommen dumme, geistlose Frage. Mhm. Übrigens auch, ist jetzt Krieg was Gutes oder was Schlechtes? Das ist eine genauso dumme Frage. Ja. Krieg ist Zerstörung. Punkt. Und die benötigst du, wenn du was Neues anschauen willst. Ja. Schau auf die Tastatur. Schau auf die Tastatur. Oder schau was an. Mach dir bewusst, was du jetzt siehst. Mhm. Wenn du nicht bereit bist, das wieder zu zerstören, was du nicht mehr anders zu sehen bekommen. Das stimmt. Ja. Da ständig wechselt Bild in deinem Kopf. Ja. Das Hauptproblem, oder was ist gut sein, halte verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Und du hörst mich jetzt sprechen. Ich weiß, dass du mich jetzt sprechen hörst. Und ich betone nochmal, ich habe zwar unendlich Geduld, ob du so lange Geduld hast, werde ich an dir selber beweisen. Du wirst nämlich bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, das erste und das zweite Gebot zu halten. Das heißt, du bist ein Gotteskind. Mach dir kein Bild von dir selbst. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Wenn du jetzt an den denkst, der jetzt vor dem Computer sitzt oder Handy in der Hand hat, bringst du das erste Gebot. Das bist du nicht. Das ist einfach nur ein Gedanke. Gut, und über das mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben. Da außen ist nichts. Du träumst. Punkt. Ja. Super. Und? Was machen wir? Wo muss ich hin? Bett!